Moin Freunde, ich bin Benny, das ist mein neuer Kanal Benny Job, den starte ich jetzt hiermit. Ich will mal wissen, was so in der Region los ist. Wo gibt es Berufschancen für die Jugendlichen? Es wird ja immer gesagt, die Nachwuchskräfte fehlen. Andererseits gibt es Jobs. Ich will mal wissen, wo es hakt. Teste mich mal heute aus. Ich bin heute hier bei der Paul-Werner Oberschule. Hier wird heute so ein bisschen Berufsberatung gemacht. Ich werde mir jetzt ein paar Jungs schnappen und mal gucken, rübergehen zur Arbeitsagentur, ob man da auch mal ein bisschen was findet, ob man sich da ein bisschen austesten kann überhaupt. Mal gucken, los geht's. Hi, ich bin Moritz. Ich bin Tim. Hi, ich bin Marlon. Ich bin Paul. Ich bin der Michael. Ich bin der Jordan. Hi. Ich will bei der Deutschen Bahn arbeiten, als Mechatroniker, Polizeipflicht und mittlerer Dienst und Bundeswehr vielleicht gehobener Dienst. Ich lasse mich ein bisschen überraschen. Ich will ein Krankenpfleger werden. Ich bin mir nicht sicher, entweder Tischler oder bei der Bahn Gleisbauer. Ich habe mich schon mal informiert. Ich bin dann mal zur Bundeswehrzentrale gelaufen, hier vorne gleich. Ich will nochmal zur Berufsberatung gehen. Ich werde nochmal zum Zukunftstag gehen, um einfach nochmal zu gucken, was noch alles zur Auswahl steht. So, ich bin jetzt im Berufsinformationszentrum angekommen bei der Arbeitsagentur in Cottbus. Also das läuft schon. Das wird rausgeschnitten. Und zwar habe ich die Jessica getroffen. Du bist was? Studierende. Hier in der Arbeitsagentur? Genau, im ersten Jahrgang. Wie wird man Studierende bei der Arbeitsagentur? Geht man zum Arbeitsamt und sagt, ich brauche einen Job? Ja, so in etwa. Man geht zu seinem Berufsberater und lässt sich beraten. Und wenn man Glück hat und im Berufsfalltest auch rauskommt, dass man für die Verwaltung bestens geeignet ist, kriegt man das sogar vorgeschlagen. Wir gehen jetzt einen Test machen? Ja. Und gucken, ob ich geeignet bin zu irgendwas? Ja, mal sehen. Vielleicht auch die Verwaltung, vielleicht kommst du auch zur Bundesagentur. Sehe ich so aus, als wäre ich Verwaltungsarbeiter? Bestimmt, ja. Werden wir ja gleich sehen, oder? Boah, ich habe noch keine Ahnung. Genau, und jetzt musst du auswählen, ob du das gut findest. Ah, dann kriegst du... Ich war auch nicht drauf vorbereitet. So. Genau, siehst du, du kannst auch die Tasten benutzen. Und jetzt? Genau, jetzt findest du es gut. Das finde ich nicht so, das ist mir zu bunt. Das ist wie bei Tinder. Das finde ich auch nicht gut. Das sind Bücher. Oh, Roboter, geil. Ist das Astronomie? Dann finde ich es gut. Oh, Lichttechnik, super. Das Schmuck? Nein. Käse. Ich liebe Käse. Das ist cool. Ein Taschenrechner? Nein, ich habe Ja gedrückt. Jetzt denkt er, ich kann Mathe. Da waren Flaschen. Das sind Kühe. Jetzt bist du durch. Das war schon echt hektisch. Seid ihr darauf klargekommen? Er ist darauf klargekommen, aber er will Tischler werden. Wer der Tischler? So, jetzt siehst du die Bereiche, für die du dich entschieden hast. Bühne und Theater. Das finde ich cool. Dann geh da mal drauf. Und jetzt kann ich... Tätigkeitencheck. Ach so. Genau, und jetzt... Ach, ihr guckt, ob ich dafür jetzt... Genau. Auf der Bühne auftreten? Ja, klar. Wir treten ja auch gerade auf meiner Bühne auf, ne? Wäre jetzt doof, wenn du Nein klicken würdest. Das wäre echt... Okay. Findest du, dass ich Charaktere darstellen kann? Was denkst du, was ich... Du kannst bestimmt irgendeine Stimme imitieren, so da vorne oder so. Nein! So, was mache ich jetzt? So, jetzt gehst du auf entdeckte Berufe. Genau. Okay, komm. Kein Beruf? Keine Berufe ausgewählt. Tut mir leid, du bist für nichts geeignet. So, lass mal abchecken, ob die anderen wenigstens was rausgefunden haben. Ich habe jetzt hier Gleisbauer, wollte eigentlich Mechatroniker, aber gab sie nicht. Es gibt keinen Mechatroniker in eurem System. Ja. Was hast du jetzt als Praktikum gemacht? Nee, da war ich Friseur gewesen. Friseur? Ja. Jetzt ohne Mist? Ja. Warum? Weil ich, meine Freundin. Also er tut mir richtig leid. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Er musste sich die ganze Zeit mein Gesappel genau gegenüber anhören. War schlimm? Nö, überhaupt nicht. Mein Beruf ist eben Polizeibeamter im mittleren Dienst. Das ist bei dir rausgekommen? Ja, ist bei mir rausgekommen. Hilft dir so ein Test auch mal so wirklich mal so ein bisschen... Ja, also man sieht schon Einblicke. Ja. Man sieht halt auch, was man da halt machen kann. Man kann tatsächlich auch hier mal reinschnuppern und mal gucken, ob der Job was für jemanden ist, den ihr macht, ne? Genau, wir haben ja nicht so einen klassischen Tag der offenen Tür. Bei uns geht es über den Zukunftstag, wo Schüler sich eintragen können, ja, um hier mal die Agentur kennenzulernen. Wie ist das Kollegium so? Super. Okay, die Kamera ist aus, wirklich? Ja. Okay. Coole Kollegen. Also wann direkt, wie kann man sich anmelden, wie geht das? Das geht übers Internet, zukunftstagbrandenburg.de, Agentur für Arbeit eingeben, ja, sich eintragen und dann ist man dabei, 26.04. Eintragen, mal ein bisschen rumstöbern und rumgucken und selbst wenn es nichts ist, dann hat man wenigstens herausgefunden, dass es nichts ist, oder? Ist auch immer wichtig. Aber es ist was. So Leute, wir waren jetzt hier im Berufsinformationszentrum. Ich habe mal getestet, was ich auf jeden Fall nicht werden kann. Wir gehen jetzt auf jeden Fall durch die Region und
werden Berufe ausspähen, kennenlernen hoffentlich. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn es Informationen von der Agentur für Arbeit gibt. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Kommentiert unbedingt mal, wie es euch geht. Habt ihr schon einen Plan, was ihr werden wollt? Und wenn nicht, was wünscht ihr euch? Soll es mehr Praktika geben in der Schule? Wollt ihr mehr aktiv irgendwie was probieren? Bis dahin.